Und wir sehen, jetzt arbeitet endlich auch dieser Fischer. Yay! Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Galaxy. Ich bin gut drauf, die Sonne scheint und ich bin da hier mit meinem Early Line. Aloha! Hallo, hallo! Und guten Tag, guten heute Tag. Ist Early, nicht Earlys Tag. Heute ist definitiv nicht mein Tag. Wir sind jetzt hier, keine Ahnung, dabei. Wohin wollten wir schon aufnehmen und dann hieß es, nee, die Session-Server sind jetzt da und du kannst ihn hier einloggen. Genau, dann wollten wir aufnehmen. Oh, jetzt muss ich meine Mama abholen. Ja, es war einfach so zum Kotzen heute. Also heute lief alles tiefer schief auf dem Konto, aber es funktioniert jetzt. Ich bin drauf und wir können ausspielen. Ju, hast du endlich eine Fledermaus, Early? Ich habe eine. Habe ich doch schon einen Livestream gehabt? Ach ja, stimmt. Wir waren jetzt zusammen im Livestream. Genau. Ach so. Ich bin eine Fledermaus und ich habe auch meine laufende Kiste und meine ganzen Items wurden gestern von einem Creeper in die Luft gesprengt. Diese scheiß Kiste, die ist bei mir einfach verschwunden. Die ist weg. Das ist scheiße. Die war einfach weg, die war niemals da. Die ist mir niemals richtig gefolgt. Die Sache ist, du musst aufpassen. Du kannst die nämlich einsammeln. Und wenn du die einsammelst, behält die auch ihre Sachen. Du musst nur Shift und rechte Maustaste machen. Ja, das ist so, das mache ich ja nicht. Bin ja nicht blöd. Ich shift rechtsklicke ja nicht, aber irgendwelche Sachen. Ich meine, wenn du unterwegs bist, dann das Ding lieber mit ins Inventar nehmen, weil. Ach, meinst du mal, es könnte sein, wenn man irgendwo an der Kante ist und sneakt, da aber rankommen will? Das wäre ja blöd. Du sneakst da wirklich an die Kante des Berges und willst dann rechtsklick machen, um schnell was zu öffnen. Und dann ist die weg. Ja, die ist weg. Ja. Dann musst du einfach ein bisschen rumfliegen, vielleicht findest du die wieder. Einfach ein bisschen auf dem Boden langlaufen und. Ja, die vermisse ich schon seit dem Livestream und da sind jetzt schon 3 Folgen auch wieder vergangen und. Ach, die Scheiße. Die ist einfach weg. Aber da war nichts drin, aber voll scheiße, ja, dass sie mich verlassen hat. Ja. Oh. Gemein. Genau nicht. Ich weiß ja nicht, was machst du gerade bei dir? Ich versuche verzweifelt mein Haus zu bauen. So, weil das interessiert mich immer so, was die anderen eigentlich so machen. Weil ich bin gerade am Gange hier und baue meine automatische Fischerfabrik. Eine Fischerfabrik? Ja, eine Fischer. Also es gibt ja einen Autofischer. Und ich habe ja mittlerweile, das ist ja auch das, ich habe meine Gerätschaft zuallererst zum Bauwettbewerb angemeldet. Und zwar, da kann man ja Gebäude oder Maschinen anbauen. Und diese Maschine ist einfach so elegant und überaus effizient, die bringt mir unendlich Energie für nix. Und es sind nur 5 Blöcke, die richtig platziert sein müssen. Und deswegen, die ist eingetragen, aber es gibt keine Maschine, die jetzt irgendwie noch zur Wahl steht. Das heißt, ich muss warten, bis jemand anderes noch eine Maschine einsendet. Oh, komm schon, der hat noch was. Na klar, ich mach mir da auch keinen Kopf. Das muss jetzt kein Überwettbewerb sein. Muss jetzt erstmal ein bisschen klarkommen hier, weil hier liegt die ganze Scheiße gleich durch die Gegend. Die ganzen Kisten nochmal umstellen muss. So, dafür brauche ich natürlich ein paar Käbelchen. Und nachdem ich das hier gemacht habe, ich werde mich in dieser Folge schon mal dran setzen. Meine automatische Sortiersystem. Oh, das gibt's ja auch hier, ne? Ja, genau. Das gibt's hier. Das ist geil, das bastel ich mir später. Das war übelst itemaufwendig, also. Warum brauchen wir da so Kack-Items vor allem? Wer zwar mit verzweifeln, aber YOLO. Und es wird schon wieder Nacht, ich geh kotzen. Ja, es wird immer Nacht, ich hab Shader an, ich sehe nichts am Tag. In der Nacht. Das Nervige einfach, es spawnen einfach so unnormal viele Monster in der Nacht. Das ist eigentlich ganz geil. So. Also hier werden wir das unten dran verbinden. Genau da. Ich habe ja gesagt, von hier aus können wir alles verbinden. Und ja, ich werde es dieses Mal so dunkel lassen. Ich bin ja manchmal so derjenige, der dann sagt, ah, okay, ich werde jetzt mal den Shader ausmachen, weil ich ja nichts sehe. Aber das ist irgendwie so ein bisschen Pussy-Modus. Werde ich jetzt anlassen, aus Protest. Los, buddelt meine Schergen! Es wird immer wieder Spaß machen, den zuzugucken, oder? Boah, ich könnte den Viecher den ganzen Tag zugucken. Ich weiß gar nicht, kennst du dich mit den Energiedingern aus, mit den Kabeln? Energie? Nee, ich habe damit nie was zu tun gehabt bis jetzt. Ich wette, die haben sicherlich irgendeine. Die haben irgendeine Verlustrate auf eine Distanz. Ich wette mit.
Bro, schneller! Macht euren Meister glücklich! Ihr habt da hinten noch zu tun, los! Hopp! Oh, Enderman. Aua! Scheiße, hat er sich teleportiert. Hä? Was ist da los? Ah! So. Das Wasser ist da. Und der Fischer, der kann nicht arbeiten. Wieso nicht? Wieso arbeitet der Fischer nicht? Unter ihm ist doch Wasser. Okay, das ist jetzt ein Ding, was ich gar nicht weiß. Ich muss da, danach muss ich googeln, das weiß ich nicht. So, das machen wir mal hier. Ich fange jetzt endlich mal an, mein Haus zu bauen hier. Das sieht hier überhaupt nicht klar. Der Fischer, was braucht er? In a place above a 3x3x1 pool of water. Da haben wir schon die Lösung. Ich kann einfach nur nicht bauen. Das ist es. Das heißt, hier drunter muss jetzt ein riesiger Pool sein. Okay. Das kriegen wir hin. Los, baut schneller! Kann den Giganter machen. Ich finde das auch geil, wenn mit der Peitsche hinter den steht, aber nur so einfach nur schnetzelt. Das kann man machen. Und einfach zack, 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 alles fertig. Ihr seid doch neben dem fertig. Vielleicht haben die keinen Bock mehr. Vielleicht mögen die dich nicht. Jetzt verpissen sie sich einfach. Sag mal, geht ihr jetzt zurück an die Arbeit? Du bist ein guter Herr. Ein guter Herrscher. So. Jetzt kommt, ihr habt noch mehr zu tun. Oh Gott, Zombies. Wenn die auch noch Zombies angreifen würden und Co., ne? Das wäre noch geiler. Ja, ich finde es eigentlich gut, dass nichts. Also, dass nichts die Viecher angreift. Ja, das wäre scheiße. Das hätte ja auch sein können. Und das wäre dann, glaube ich, uncool. Freunde. Nein! Oh, es ist schon wieder ein scheiß Creeper hier explodiert. Oh. Ich liebe diese Kiste. Nom, 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 nom. Ich kann den ganzen Tag feiern. Okay, das Leute, ich muss den Shader doch ausmachen. Ich kann nicht in der Nacht nichts machen, den ganzen Tag. Nur weil ich nicht sehe. Los, Kiste, komm raus. Tada. Mach Sitz. Krass. Also ihr merkt schon, das ist eine absolut chillige Folge. Wow! Hallo, ich bin ein Blaze. Wie? Hast du ein Höllenportal oben, ja, ne? Ja. Ich glaube, ich gönne mir gleich mal die Hölle und guck mal da. Also ich habe mein Höllenportal schon abgebaut, muss ich der Fairness halber sagen. Ah, weil ich das Fairness halber? Ja, weil ich dachte, du wolltest jetzt rumkommen. Ach so. Nee, ich dachte... Nicht, dass du rumkommst und dann... Da läuft gar kein Portal, du hast mich belogen! Boah, auf jeden Fall diesen Guest. Ich habe gestern mit Stormwaffen und Zander aufgenommen. Da haben wir so eine. Haben uns überlegt, dass wir so jeden Dienstag zeigen wir uns, was für Hüte wir die Woche gefarmt haben. Aber wir haben so bescheuerte Hüte gehabt. Das ist ja geil. Ihr sammelt ja auch extra Hüte. Stimmt, wir sammeln die ganzen Hüte. Du hast das ja im Stream übelst gefeiert, oder? Ja. Ey, das war ja so geil. Also ich finde. Was geil ist an Hüten, das ist ja mit... Wo kann man die aufmachen? Mit Haar, ne? Genau. Ich habe erst 4 Hüte. Ich habe viel mehr. Okay, ich habe erst 4. Das ist natürlich kacke. Wir will mehr haben. Hm. Ich liebe hier diese Kiste. Nam, 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 nam. Die frisst wirklich alles auf? Ja. Was du fallen lässt? Müll einfach. Ja, perfekt, die ernährt sich vom Müll. Top Kiste. Wow! Ich weiß nicht, ob Blaze keinen Fallschaden kassiert. Das ist so eine Sache. Zack, jetzt nehmen wir noch eine Schaufel. Bam, badam, bam, badam. Bam, badam, bam, badam. Kommt, meine Schergen, ihr habt noch zu tun. Beifuß. Also, ich bin hier absolut. Also, du hast meine Insel noch gar nicht gesehen, oder? Oder warst du im Stream bei mir? Hä? Ich sitz auf dem Rücken von so einem Minion. Von diesen Viechern. Ja, stimmt. Und der trägt dich hoch, oder? Ja, aber wofür? Also der trägt dich aus dem Schacht, den er gegraben hat, hoch. Ist es das? Nee, keine Ahnung. Ich wollte, dass sie hierher kommen. Hab Doppelklick gemacht auf dem Boden. Und auf einmal habe ich bei einem auf dem Rücken gesessen. Ja, das habe ich auch mal. Und dann hat er mich irgendwie hochgetragen. Ich weiß noch nicht mal, wo er ihn hinbringt. Der bringt halt irgendwo hin. Aber es ist ein Rätsel, wo.
Mich hat er gerade nicht getragen. Warum trägst du mich nicht? Behandle mich so wie Kev. Los! Wow! Oh, hab ganz vergessen, dass Blaze ja gegen Wasserschaden kriegt. Ist natürlich ungünstig. So, der Fischer muss dann offenbar hier Druppe. So, als wenn ich in Lava sitzen würde. Ich bin in den ganzen Folgen nur dabei, gegen Monster zu kämpfen, weil die unendlich viele spawnen. Ja, deswegen haben wir auch in der Luft aufgebaut, ehrlich gesagt. Weil hier spawnt ein Scheiß, hier spawnt nichts. Ja, stimmt. Ich brauche einfach dringend einen Haufen, passiert mir da nicht mehr. Ich werde mir aber auch irgendwann einfach so ein abgestecktes Gebiet machen. Weil mit einem schönen hohen Zaun, da geht das auch. Ein schöner Zaun, wie die gute alte Berliner Mauer. Da kommen dann auch keine Mobs mehr rum, da gibt es dann auch eine Todeszone. Oh ja. Dann am besten noch die Minions aufstellen und bewaffnen. Genau. Dann ist Ruhe im Karton. So dann ist es. Ist Ruhe im Karton. So, wir werden das jetzt. Nein! Doch Creeper! Oh, oh. Du Arsch, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, mein Freund. So. Und wir sehen, jetzt arbeitet endlich auch dieser Fischer. Yay! Das heißt, wir kriegen alle, ich glaube, 900 Ticks. Ein Fisch und 20 Ticks pro Sekunde sind das, glaube ich. Das heißt, wir kriegen alle paar Sekunden, alle so 15, 20 Sekunden, vielleicht jede halbe Minute ein Fisch. Dieser Fisch geht automatisch in den Redstone Furnace. Und dieser Redstone Furnace, der wirft das Ganze dann weg und bringt mir hier das Ganze in meine Chest. Hier unten. Ja. Jetzt. So. Du Scheiß-Creeper. So. Und zwar genau hier. Ach, ich habe kein Essen mehr. Ich wundere mich schon, warum ich viel auf die Schnauze kriege. Und da sehen wir es schon. Der Fisch. Der erste gebratene Fisch für nichts. Für lau. Da käme der erste gebratene Fisch für lau. So gefällt mir das. Das ist immer am geilsten, wenn man etwas, finde ich, bekommt und es auch noch für lau ist. Dann freut man sich mal so einen richtigen Keks. Aber richtig. So, ich fange jetzt endlich mal an, mein Haus zu bauen hier. Das wird mal langsam Zeit hier. Kann ja so nie weitergehen. So. Welche Richtung wollt ihr denn? Wo? Ich will wissen, wo du wohnst. Ach, du bist ja auf diesem Weizenfeld, oder? Genau, auf dem Weizenfeld. Da, wo am meisten frei ist, wo so ein lila Baum steht, da bin ich. Oh, jetzt weiß ich, wieso du so Probleme hast. Ich habe mal Tekkit gespielt und das ist auch von dem gleichen Mod. Und wenn man diese bunten Bäume, die sind extra Monstermagneten. Das heißt, das spawnen explizit mehr Monster. So wurde mir das zumindest gesagt von meinen Zuschauern. Ich will eine Monsterfarm bauen. Ja, also die wollen alle immer zu diesem komischen Baum. Oder die spawnen enorm um den Baum herum. Ja, würde sogar hinkommen. Das würde vielleicht... Oh, ein Baby-Zombie! Ohne Kopf! So, zack. Komm her, Truhe. Komm. Oder wie viel Sachen man einfach zusammenkommt in kürzester Zeit. Was machst du denn gerade? Ich, keine Ahnung, ich wollte mein Haus bauen. Jetzt bin ich die ganze Folge schon dabei, meine Minions hier zu befehligen. Ja, und ich farme gerade stumpf ein bisschen Sand. Also das wird offenbar wirklich noch ein bisschen dauern, bis ich dieses automatische Item-System mache. Und danach, wollte mich ja eigentlich um irgendwelche Mods kümmern. Und keine Ahnung, aber da kommt man halt irgendwie nicht zu. Man nimmt sich immer viel zu viel vor. Deswegen lasse ich es einfach auf uns zukommen jetzt, Freunde. Baut schneller! Genau, hört auf euren Meister. Der weiß, was das Beste für euch ist. Ey, die bauen jetzt so eine riesen Gegend ab. Ach, hast du extra so ein... Ach, du hast den eingestellt, dass die so eine Fläche gerade machen sollen? Ja, weil ich will das so schön gerade haben hier. Ja. Weil sonst ist mein Haus irgendwie krumm und schief oder meine Tür steht direkt vorm Berg, das ist auch scheiße. Mhm. Deswegen machen wir das alles zu einer Fläche und dann passt das. Für alle, die nicht wissen, was das ist, wenn man die Minions gespawnt hat, dann hat man eine Option, wo man die einstellen kann. Das ist rechts neben Dick Mineshaft. Und da kann man einfach einstellen, wie weit das sein soll. Aber die bauen da nicht in die Tiefe, ganz wichtig. Die bauen da nur in die Höhe und machen die... Du kannst aber auch einstellen. Ja? Du kannst alles einstellen. Wie hoch und wie breit die bauen soll. Ja, aber nicht da, wie tief die gehen sollen. Doch, kannst du alles machen. Du kriegst dann so ein Auswahlgitter, womit du auswählen kannst, wirklich? Wo... Wirklich? Ich hab das mal getestet und das war dann wirklich nur so, dass die wirklich nur an der Oberfläche machen sollten. Mhm. Hm. Naja. Da muss man mal gucken, einstellen. Irgendwo kann man das einstellen, glaube ich. Ich muss mir auch unbedingt eine Maschine bauen, und zwar ein Auto-Woodcutter und ein Auto-Wood-Farmer.
Aber. Ach, dann hast du eine Holzfarm. Genau. Ist auch geil. Aber. Man sagt halt immer, man muss. Und ich sehe nur jetzt schon wieder, dass die Folge einfach mal wieder zu Ende ist, weil wir schon so lange aufnehmen, das ist unglaublich. Ach, Freunde. Das wird noch ein Spaß. Beansprucht eine ganze Menge Zeit, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall. Und wir sind nächste Folge immer noch mit Early Boy zusammen, oder sehe ich das falsch? Nö, ich will auch mal sagen. Genau, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, Leute, zusammen noch mit Early. Schaut natürlich auch bei ihm vorbei, wenn ihr sein Weizenfeld sehen wollt. Das ist irgendwo, wo war denn das? Das ist, das sehe ich gerade nicht. Das ist auf der linken Seite. Irgendwo da, links. Da ist es. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, Leute. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Schnell, schnell. Ciao, ciao. Tschüss.